Heute zeige ich euch in einem weiteren Video, wie wir dieses Mustang-Emblem hier gegen so eines austauschen. Los geht's! Das wären dann im Prinzip die ganzen Werkzeuge, die wir auf jeden Fall mindestens benötigen werden. Einmal so eine Spitzzange, ein paar Schlitzschraubendreher. Da habe ich jetzt hier einfach mal, ohne Dreck, einfach mal drei verschiedene Größen einfach mal geholt, weil vorne ja am Mustang diese Abdeckung ist, die wir dann ja erst abnehmen müssen. Und da brauchen wir halt diese Schlitzschraubendreher zu. Und dann habe ich gehört, dass man entweder mit der Spitzzange vom alten Emblem die Nippel einfach wegbricht. Ich möchte aber erstmal probieren, das mit der Säge, wie auch immer, ja, diese Scheibe quasi, die davor sitzt, einfach so wegzusägen, um das mit den Stiften dann letzten Endes rausziehen zu können, weil das jetzige Mustang-Emblem hat also nur im Prinzip diese Stifte und ist einfach nur so eingerastet. Und naja, wir gucken einfach mal. Wir probieren es einfach. Ihr habt jetzt, das ist hier die besagte Plastikabdeckung, die ich eben meinte, wo ja hier diese einzelnen Nieten drin sind, die eigentlich aber relativ gut weggehen sollten. Dafür haben wir jetzt, wie gesagt, diese Schlitzdreher. Ich probiere es jetzt hier mal ganz vorsichtig mit zweien. Ja. Und schon sollte der erste draußen sein. Wichtig ist, nachher auch beim Reinsetzen, deswegen mache ich es jetzt gleich wieder, dass ihr nicht das irgendwie verliert, dass ihr gleich wieder diesen Gegenstift hier quasi draufsetzt, damit ihr dann nachher, wenn die einfach nur wieder so reingeploppt und reingedrückt, damit ihr da auf jeden Fall nichts verliert, dann mache ich das gleich wieder hier so zusammen. Und ja, jetzt heißt es erstmal alle Nöpschel lösen. Und jetzt können wir dieses komplette Plastikding komplett ohne Probleme, außer hier vorne, abnehmen. Auch erstmal zur Seite legen. Und dann sehen wir auch schon, wie unser Emblem hier vorne festgemacht ist. Da sind diese 1, 2, 3, 4 Nasen. Ja, und da müssen wir jetzt mal irgendwie probieren, die wegzubekommen. Das ist jetzt, wie gesagt, hier bei mir ein EcoBoost. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es beim GT wäre, hier vorne. Aber für einen EcoBoost kann ich auf jeden Fall sagen, komme ich hier super geschmeidig mit Werkzeug und Händen hier rein. Und kann jetzt eigentlich, ich probiere es jetzt doch irgendwie mal mit den Schraubendrehern, hier so hinter zu keilen. Aber ich denke, es wird mir nicht... Ah, Moment. Ah, könnt ihr das sehen? Also den werde ich wohl eventuell gelöst kriegen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schon den Stift selber gerade hier so verbiege und mir letztendlich dann doch abbreche. Also der ist mir jetzt gerade dann doch schon einfach so hier runtergefallen. Nehmt euch hier wirklich diese Spitzzange und probiert jetzt die letzten drei auch noch. Versucht es relativ nah. Hier wird es schon Mist. Ah! Okay, alles klar, da komme ich noch ran. Ja, gut ist immer, wenn ihr da irgendwie, so wie jetzt hier, drunter kommt. Im Prinzip müsstet ihr jetzt das Emblem, entschuldigt bitte, dass es so dreckig ist, aber das könnt ihr jetzt abnehmen. Was dann so aussieht. Und das sind unsere abgebrochenen Nasen. Wollen wir nochmal gucken, dass wir das ein bisschen wenigstens versuchen hier sauber zu machen. Also, jetzt wollen wir dieses schöne
Robocop-ähnliche Mustang, Pferdchen, Emblem hier reinsetzen. Hier hinten noch drauf Eric Stevens, das ist der im Prinzip aus Amerika, der diese Dinger hier anfertigt, die im Prinzip nach Europa nur per Sammelbestellung verschifft werden, sage ich jetzt einfach mal, oder versendet werden. Da haben wir uns zum Glück zusammengetan und ein paar zusammengefunden, ja, die sich alle für so ein, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, für so ein Robo-Mustang entschieden haben. Und ja, jetzt wollen wir das Ganze mal versuchen, relativ unkompliziert hier reinzusetzen. Und das sieht doch echt, echt so schon mega super aus. So, mitgeliefert für den Stanginator, wie er ja heißt, sind hier diese Muttern mit Untersätzen. Wichtig ist, dass ihr die wirklich nur handfest anzieht. Also geht mir da nicht mit einer Kombizange oder irgendwas jetzt noch ran und macht das auf Ach und Krach fest, weil sonst bricht der Stanginator vorne auch mal ganz schnell irgendwie an der Schnauze oder hinten am Schwanz. Und das wäre ja sehr, sehr ärgerlich. Also wirklich nur handfest dran. So, fertig ist, fest ist er und gut aussehen tut's, finde ich auch noch. Das geht eigentlich relativ easy. Hier gibt es jetzt auch keine Gummilappen, wo man jetzt drauf achten müsste, weil das ist eh schon hier dran. Nur mal gucken, dass die Löcher einigermaßen alle passen und dann geht es auch schon daran, wieder diese Klipse hier reinzusetzen und wieder reindrücken. Und fertig ist.